Wir ergießen uns in einer wütenden Diskussion über Klimaaktivisten, anstatt über das echte Problem zu reden. Wie kann man auf deutschen Talkshows herumsitzen und wochenlang über Klimakleber diskutieren, anstatt über die Klimakrise zu diskutieren? Was ist denn das für ein unfassbar dämlicher Nebenkriegsschauplatz? Hallo liebe Impact Buddies und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Hallo Max, grüß dich. Und hallo Hannes, wir haben nämlich heute einen Special Guest, Hannes Jenecke. Grüß dich Hannes, auch schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Erstmal hallo Max, hallo Carsten, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du Hannes, du bist Schauspieler, Filmemacher, Buchautor und seit vielen Jahren auch schon ja, im Bereich Umwelt- und Klimaschutz tätig. Hast beeindruckende Reportagen schon rausgebracht, Dokumentationen und hast eine ganz klare Haltung. Was uns interessieren würde, sag doch mal ganz kurz nochmal ein paar Worte zu dir selbst. Wer ist Hannes Jenecke und wie wird man eigentlich vom Schauspieler ja, Klimaaktivist und Umweltaktivist? Das würde uns interessieren. Eieiei. Keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich gelernter Schauspieler. Ich habe ganz klassisch Schauspiel studiert am Rheinischen Seminar in Wien. Das ist in Österreich ein Hochschulstudiengang und habe dann lange Theater gemacht. Zunächst mal an den klassischen subventionierten Staats- und Stadttheatern und bin dann irgendwann von einer Tschechow-Produktion am Schauspiel Bonn zu meinem ersten Film engagiert worden. Der hieß Abwärts. Den habe ich mit Götz George gedreht. Dann habe ich eine Zeit lang versucht, parallel Theater und Film zu machen. Habe das dann irgendwann Ende der 80er eingestellt. Habe dann nur noch gedreht und dann so lange Filme gemacht, hauptsächlich in Deutschland, bis ich mir irgendwann die Sinnfrage stellen musste, wie oft kann man einem Schauspielpartner die Frage stellen, wo waren Sie gestern um 9:30? Haben Sie ein Alibi? Jetzt mal noch was einfällt, dann rufen Sie mich an. Also ich habe dann irgendwann schon auch gedacht, dass wenn man nicht Al Pacino heißt oder Robert De Niro und die ganz großen Räder dreht und die großen Filme dreht, dass es natürlich kein Beruf ist, der auf Dauer einem wirklich ausfüllt. Habe mich schon als Teenager sehr für die Umweltthemen interessiert. Ich bin natürlich ein Produkt meiner Generation. Ich bin 1960 geboren, war also 11, als Greenpeace gegründet wurde. Ich war etwas 14, 15, als Greenpeace dann weltweit bekannt und aktiv wurde. War natürlich, habe die ganze Atomkraft, Anti-Atomkraft-Bewegung mitbekommen und bin natürlich insofern auch ein Produkt meiner Generation. 1980 durfte ich das erste Mal wählen. Da waren die Grünen zum ersten Mal, standen die zur Wahl. Also ich bin natürlich auch ein Produkt meiner Zeit. Und dann habe ich mich immer erwischt, wenn ich irgendwo im Hotel lag, nachts um 2, 3 beim Drehen, habe ich mich dabei erwischt, dass ich immer bei Dokus hängen geblieben bin. Hannes, du musst um 6 in die Maske, du musst jetzt den Fernseher ausmachen. Und dann lief immer noch National Geographic. Immer noch irgendeine BBC-Doku. Und da habe ich gedacht, wow, ich würde das einfach gerne mal probieren. Wusste schon auch, dass Dokumentarfilm sehr viel kleinparzelliger funktioniert als Film machen. Du hast eine winzige Crew, du bist viel mobiler, du hast keine 60, 70, 80 Mann-Team, sondern 2, 3, 4 Mann-Team und so. Und so kam dann die Idee, nachdem ich bei Vox Tours ein Format gemacht habe, Vox Tours Extrem, ein Abenteuerreiseformat, kam mit dem Co-Produzenten dieser Reihe, Markus Strobel, meinem heutigen Partner und Kameramann, die Idee, eine eigene Doku-Reihe zu kreieren. Und so habe ich dann irgendwann aus eigener Tasche mit Markus zusammen diesen Orang-Utan-Film gemacht, der dann erstaunlicherweise tatsächlich eingeschlagen ist wie eine kleine Bombe. Und seitdem darf ich diese ZDF-Reihe drehen. Das ist ein unendlicher Luxus. Ich bin im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen dafür auch ewig dankbar, dass man als Quereinsteiger so ein Format machen darf. So, das ist die Genese meines Dokumentarfilms und Umweltengagements. Du bist ja auch unheimlich untriebig dadurch geworden. Also ich kenne die ein oder andere Reportage schon. Also Vox Tours habe ich tatsächlich vor irgendwann, x wie lange, nochmal wieder gesehen. Ich finde es extrem engagiert, neben der klassischen Schauspielerei eben dann den Switch, wie du ihn gerade erklärt hast, gemacht zu haben. Und du hast ja vor ein paar Jahren auch eine eigene Stiftung gegründet, die Pylorus Jack Stiftung. Was hat es eigentlich mit der auf sich? Wie geht ihr da vor? Welche Projekte fördert ihr und wie macht ihr das eigentlich konkret? Es gab zwei konkrete Auslöser für die Stiftungsgründung. Es war 2021. Das ist ja in Deutschland ein relativ aufwendiger bürokratischer Akt. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um das Ding registriert zu kriegen mit dem deutschen Top-Anwalt in Stiftungsfragen, einem Professor Dr. Hans Fleisch, großartiger Mann. Das hatte zwei Gründe. A, wurde ich nach all den Dokumentationen, die drehe ich seit 2006, immer gefragt, Herr Jenecke, wie kann man denn Ihre Projekte unterstützen? Dann habe ich meilenlange Mails geschrieben, ja, wenn Ihr Thema Geparden sind, Berggorillas, Orang-Utans, dann gibt's dieses Projekt dort und dieses Projekt da und dann gibt's ein Namibia-Projekt und auf Borneo und auf Sumatra. Das war unfassbar aufwendig. Dann habe ich gesagt, ich kann das einfach viel einfacher bündeln, wenn ich Leuten sage, ich habe eine Stiftung,
spenden sie an meine Stiftung und ich verteile das Geld an genau die Projekte, die ich in der Dokumentation vorgestellt habe. Das zweite war, dass ich im Januar 21 bekomme ich einen Brief vom Amtsgericht Dortmund. Ich dachte, ich bin in Dortmund geblitzt worden. Ich war doch gar nicht in Dortmund. Das war nicht so. Das war das Erbe einer ehemaligen Postbeamtin, die in ihrem Testament hinterlassen hat, ich habe so und so viel Geld, 50% gehen an meine beiden Neffen und 50% gehen an Hannes Jenicke, er möchte das Geld bitte für den Orang-Utan und den Regenwaldschutz ausgeben. Ach Gott, da stand ich da mit einer doch sechsstelligen Summe und habe mich dann mit meinem Steuerberater haben wir gemeinsam überlegt, wie wir das am saubersten machen. Und da kam die Idee, eine Stiftung zu gründen. So ist also das erste Kapital war einfach das Erbe einer großartigen Frau, die ich in meinem Leben nie getroffen habe. Stark. Die offensichtlich meine Dokus geguckt hat und gut findet, was wir da machen und die Projekte, die wir vorstellen, unterstützenswert fand. Und so ist diese Stiftung entstanden. Sie nennt sich die Pelorus Jack Foundation. Pelorus Jack war ein berühmter Delfin, kann man bei Wikipedia nachgucken, der aus unbekannten Gründen als Einzelgänger zwischen 1888 und 1911 Schiffe durch eine extrem gefährliche Meerenge zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands durchgelotst hat. Nur bei Schlechtwetter. Das führte dazu, dass die meisten Fischer und Fährkapitäne immer gewartet haben, bis Pelorus Jack auftauchte, sich von ihm haben durch die Untiefen lotsen lassen. Und diesem Tier haben die Neuseeländer ein Denkmal gesetzt. Ein großes Messingdenkmal. Das habe ich irgendwann Mitte der 90er bei einer Neuseelandreise entdeckt. Das war das erste Tier, was jemals unter den Meeresschutz gestellt wurde. Das ist so ein Beispiel für das, was die Natur uns schenkt oder uns gibt. Die ist, dass wir der Natur vielleicht irgendwann etwas zurückgeben sollten, anstatt sie aber nur weiter auszuplündern, wie wir das im Moment sportlich tun. Ja. Stichwort Meeresschutz, Hannes. Wir haben in einer unserer letzten Folgen, Carsten und ich, auch mal über das Thema Wasser gesprochen und in dem Zusammenhang auch über das viele Plastik, was in unseren Meeren rumschwimmt. Und du hast ja in einer deiner oder in deiner neuesten Doku warst du ja in Costa Rica und hast dort mit einer Forscherin zusammen Meeresschildkröten gechippt, ich hoffe, ich sage das richtig. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Ja. Also dass wir zu viel Plastikmüll verbraten, das, glaube ich, hat sich rumgesprochen. Das ist natürlich auch ein Produkt eines extrem effizienten Lobbyismus seitens der Öl- und Verpackungsindustrie. Plastik ist ein Rohölprodukt. Sobald die Wachstumsraten der Verpackungsindustrie unter 4% rutschen, schreien die Krise. Das heißt, deren Ehrgeiz ist, uns noch mehr Plastikmüll anzudrehen. Die Regierung tut in manchen Ländern sehr viel. Kleines Beispiel, wer in Kenia in einem Lufthansa-Flug landen möchte, hat vor der Landung folgende Ansage sich anzuhören. Sollten Sie eine Plastiktüte dabei haben, bitte lassen Sie die an Bord. Es ist in Kenia illegal, Plastiktüten zu besitzen. Also es gibt Länder wie Ruanda, die haben 2007 die Plastiktüte verboten. Es gibt US-Bundesstaaten, die haben vor 10 Jahren schon den Plastikstrohhalm verboten. Also das ist in Deutschland, Europa leider extrem langsam. Deutschland ist mit Abstand Europameister in der Produktion von Plastikmüll. Also kein Land verballert so viel Verpackungsmüll und Einwegmüll wie Deutschland. Und das finde ich eigentlich peinlich für ein Land, was sich für so umweltbewusst hält wie Deutschland. Und die Folgen sind bekannt. Jeder Wal hat mittlerweile mehr Plastik im Magen als seine natürlichen Beutetiere. Schildkröten ersticken zu 100.000 an Plastiktüten, an Geisternetzen, an Strohhalmen, an allem, was im Meer herumtreibt. Ich glaube, der Durchschnittsdeutsche konsumiert pro Woche die Plastikmenge einer Kreditkarte. Und es ist gerade nachgewiesen worden, dass dieses Mikroplastik auch die Schranke ins Gehirn mittlerweile überschreitet, also durchwandern kann. Also wir vergiften uns ja am Schluss damit selber. Jeder Fisch ist voller Mikroplastik. Jeder Bioforelle in Deutschland, in der kannst du Mikroplastik nachweisen. In jedem Stuhlgang eines deutschen Österreicher Schweizers kannst du laut einer Universitätsstudie Wien Mikroplastik nachweisen. Also mir ist unbegreiflich, dass wir nicht alle mit unseren eigenen Trinktassen, unseren eigenen Trinkflaschen, unseren Tragetaschen herumlaufen. Das gab es ja vor 50, 60 Jahren alles noch gar nicht, diesen Einwegmüll. Da war es völlig normal, eine Einkaufstasche zu haben. Es war normal, eine eigene Trinkflasche zu haben, eine eigene Tasse. Und dahin müssen wir zurück. Wir müssen eigentlich zu dem Lebensstil unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern zurück. Nämlich zur Milchflasche aus Glas, zur Coca-Cola-Flasche aus Glas, nicht aus PET. Also da läuft alles in die falsche Richtung. Und die Opfer sind am Schluss sämtliche Bewohner von Meeren. Dann lass uns doch mal über Ernährung sprechen. Du hast es ja eben schon kurz angesprochen. Wir nehmen einerseits jede Menge Plastik über Ernährung schon zu uns, aber es gibt da ja noch wesentlich mehr Themen im Bereich Ernährung. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Dein neues Buch heißt Die große Sauerei. Und da geht es ja in erster Linie
um ja, Produktionsmethoden der Lebensmittelindustrie und wie uns die ja, Agrarlobby und Lebensmittelindustrie ja, betrügen. Ja? Sprich, wie Tiere gehalten werden, wie die Lebensmittel daraus produziert werden und wie günstig das alles in die Läden kommt. Ja, und dass das eben eine große Sauerei ist. Heißt das, Hannes, wir sollten uns alle nur noch vegan ernähren? Nein. Ich glaube, das allererste, worüber wir nachdenken sollen, ist, dass Lebensmittel wieder einen Wert kriegen sollen. Sie heißen ja nicht umsonst Lebensmittel. Ich glaube, das Wichtigste in unserem gesamten Konsumleben ist eigentlich das, was wir essen. Das ist tausendmal wichtiger als ein teures Handy, ein teures Fernsehgerät, ein schickes Auto, eine Urlaubsreise. Ich glaube, das, womit wir unsere Maschine, sprich den Körper, füttern, ist, glaube ich, ganz entscheidend für unser Wohlbefinden, sowohl das mentale als auch das physische Wohlbefinden. Insofern haben wir uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass Lebensmittel möglichst billig sein sollen und nur einfach schnell satt machen sollen. Sonst muss man es einfach Nahrungsmittel oder Füllstoff nennen. Mhm. Das ist jetzt. Ich glaube, wir müssen unsere Prioritäten komplett verschieben. Warum sagen wir alle, wir finden Tierwohl wichtig und wir lieben Tiere, aber wir quälen Millionen von Tieren jeden Tag in deutschen Massentierhaltungsbetrieben. Das ist auch total verlogen. Und da wird was ausgeblendet, was nicht ausgeblendet gehört. Es gibt einen großartigen Satz von Mahatma Gandhi, der hat mal gesagt, dass man den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft daran messen kann, wie sie mit ihren Tieren umgeht. Das ist toll. Schneidet Deutschland. Toller Satz. Unter aller Sau ab. Also außer Holland, USA und China, glaube ich, gibt es kein Land, das seine Nutztiere, sogenannte Nutztiere, schon die Vokabel halte ich für einen Skandal, so bestialisch quält, wie wir das tun. Also das eine, ich glaube grundsätzlich, wir sollten den Fleischkonsum einfach überdenken und reduzieren. Wenn eine Kuh auf einer Allgäuer Weide ein tolles Leben hatte, und irgendwann kommt der Profijäger und erlegt dieses Tier per Weidenschuss. Bitte isst diese Kuh. Ja. Aber dieses Steak wird dann so viel kosten wie 20 Billigsteaks. Und ich denke, wenn wir zum Sonntagsbraten zurückkehren würden, der bei meiner Großmutter eine Selbstverständlichkeit war. Ich bin aufgewachsen mit Pellkartoffeln und Quark, Spaghetti mit Tomatensauce und ähnlichen Gerichten und Kohleintopf. Und es gab einmal die Woche gab es einen Braten. Ja. Das war bei meiner Großmutter bevorzugterweise ein Kassler. Rippchen oder ein rheinischer Sauerbraten oder ein Schweinebraten. Und der wurde richtig gefeiert. Und das finde ich völlig okay. Ja. Dass wir aber jeden Tag Millionen von Tieren quälen und schlachten, um möglichst billig, ich meine, mittlerweile ist ja Fleisch billiger als gutes Brot. Das ist ja absolut pervers. Traurig, also ja. Ich glaube, wir müssen einfach unsere Ernährungsmuster überlegen. Was wir auch komplett ausblenden, ist, wie viel Geld uns es kostet, uns ungesund zu ernähren. Also es gibt Schätzungen, dass die Übergewichtigkeit in Deutschland das Gesundheitssystem mit 40 bis 60 Milliarden belastet jedes Jahr. Das ist eine erkleckliche Summe. Also würden wir uns gesünder ernähren, würden wir ja auch Tiere anders behandeln. Wir würden unsere Lebensmittel viel gesünder produzieren, viel weniger Pestizide ausbringen, Insektizide, Fungizide, Pestizide und so weiter, künstliche Düngemittel, Chemie, Antibiotika in der Massentierhaltung. Und wir würden es ja dann eigentlich wieder einsparen im Gesundheitssystem, weil Adipositas-Raten in Deutschland sind ja fast auf amerikanischem Niveau mittlerweile. Also über die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig. Ein erschreckender Anteil von Kindern hat Diabetes und ist übergewichtig. Also wir zahlen ja das, was wir beim Billigeinkauf, beim Discounter einsparen, zahlen wir ja hintenrum ins Gesundheitssystem x-fach wieder ein. Also da läuft einfach ganz viel schief, auch in der Ehrlichkeit. Wenn Herr Söder sagt, es soll doch jeder sich selbst entscheiden dürfen, was er isst, das halte ich für falsch. Die Minister in Deutschland leisten einen Amtseid, zum Wohle des deutschen Volkes zu arbeiten. Wenn wir das Volk aber wissentlich vergiften mit Glyphosatprodukten, mit giftigem Billigfleisch, dann ist das, entschuldige, ein Bruch des Amtseids. Ich glaube, so sollten wir darüber nachdenken. Ja, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Hannes. Ich bin ja auch schon seit meinem 5. Lebensjahr Vegetarier. Dann schlägst du mich mit links. Ich bin erst seit meinem 22. Lebensjahr. Ja. Aber du bist noch jünger als ich. Ja, ich bin noch jünger als du, genau. Und darauf will ich auch hinaus. Du hast gerade von deiner Oma erzählt. Wenn ich mal drüber nachdenke, ich erzähle die Geschichte auch immer gerne. Als ich klein war und mit 5 Jahren so als kleiner Max gesagt habe, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, da war das alles andere als normal. Und ich hatte mit jeder Menge Unverständnis zu tun. Ja, so Sprüche wie Junge, du musst doch was essen. Also ich muss überhaupt was essen, weil was ich esse, also Gemüse und so, das ist ja kein Essen, weil du musst ja groß und stark werden. Ist ja nur Beilage. Ist nur Beilage, genau. Damit bin ich tatsächlich groß geworden, ja. Und ich glaube, mir fehlt es auch an nichts.
Ja, und heute ist es ja viel einfacher als früher, das will ich damit sagen. Also es ist ja, das gehört zum guten Ton, kein Fleisch zu essen. Du bist kein Alien mehr, wenn du irgendwo was bestellst ohne Fleisch in einem Restaurant. Und das war damals tatsächlich so. Und ich finde das schon grundsätzlich gut, wie sich das Mindset unserer Gesellschaft so in der Hinsicht schon entwickelt hat. Natürlich haben wir da noch einiges zu tun und können uns immer noch weiter verbessern. Leider müssen wir auch splitten, glaube ich, zwischen urbaner Bevölkerung und Landbevölkerung. Also ich bin ein krasses Beispiel ist Amsterdam. Ich drehe 2017 den Amsterdam-Krimi für die ARD. Als ich vor 6 Jahren die ersten beiden Filme hier gedreht habe, war es echt schwer, irgendwas Gesundes zu finden. Tatsächlich. 6 Jahre später habe ich hier in meiner Laufnachbarschaft, ich lebe wohl im alten Westen der Stadt, 3 vegane Restaurants. Also man merkt, dass es in der urbanen Gesellschaft unfassbar schnell geht. Ja. Sobald du mal aufs bayerische Land fährst zum Beispiel, und ich lebe in Deutschland auf dem bayerischen Land, da wird mir immer noch sehr mitleidig angeguckt, wenn man vegan oder vegetarisch bestellt. Kriegst einen Salat. Ja, wenn man Herrn Aiwanger zuhört und der CSU und der AfD, dann ist es ja eine brutale Einmischung ins Privatleben, wenn man sagt, man sollte weniger Fleisch essen. Dann schreit auch der ganze Bauernverband sofort wieder, das ist unangemessen, unangebracht. Herr Özdemir, was ist denn das für eine Ernährungskampagne? Also wir haben in Deutschland aber eine unfassbar mächtige Glyphosat- und Tierquälerlobby in der Agrarindustrie. Und wir haben halt politische Parteien, die ihre Verantwortung gegenüber einer gesunden Bevölkerung einfach mit Füßen treten. Aber ich denke, Verantwortung, das ist ein gutes Stichwort, das haben wir uns, glaube ich, irgendwie aberzogen. Also Selbstverantwortung wäre für mich einfach das Stichwort. Ich bekenne mich jetzt mal tatsächlich als Fleischesser, aber du hast es vorhin so schön gesagt und da musste ich innerlich schmunzeln, weil das auch immer mein Tenor ist. Der gute alte Sonntagsbraten, wo kommt der Begriff eigentlich her? Der kommt von Oma. Und bei mir war es früher ganz genauso. Tatsächlich, die Nachbarn meiner Großeltern haben selber noch ein Hausschwein gehalten unter, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, fantastischen Bedingungen. Und ich habe als Kleinkind gesehen, wie dann so ein Schwein tatsächlich zu Wurst verarbeitet wurde. Das war natürlich erstmal ein Schock, wenn man das sieht. Aber ich glaube, das sind auch so Bilder, die hat ein Kind heutzutage ja gar nicht vor Augen. Der sieht, so ein Kind sieht halt die Bärchenwurst mit einem lächelnden Gesicht im Supermarktregal und weiß gar nicht, was es da ist. Und ich kenne es halt noch, dass wenn so ein Tier geschlachtet wurde, dann wurde, heißt es heute so schön, Nose to Tail, dann wurde alles verarbeitet und in Dosen eingemacht und was weiß ich, wie lange haben wir davon gegessen. Und insofern glaube ich, ist es natürlich auch ein Stück weit eine Eigenverantwortung, die wir uns irgendwie aberzogen bekommen haben oder abgewöhnt haben, weil es natürlich bequem ist, wenn man einfach nur konsumiert. Und ich denke mal, das ist etwas, das muss irgendwie wieder zurück in die Gesellschaft. Du hast jetzt nicht ein Riesentempo, Thema ist Entfremdung. Wir haben uns ja nicht nur von Nahrungsmitteln komplett abstrakt entfremdet, sodass wir halt tatsächlich glauben, also so ein rosa Kotelett in dieser Styroporschale wächst irgendwie an einem Baum, sondern wir haben uns auch von der ganzen Natur komplett entfremdet. Ich meine, es gibt diese berühmten Tests, wenn du ein Berliner Kind eine Kuh malen lässt, wird die lila aussehen, weil die halt tatsächlich glauben, das ist die Milka-Kuh. Wenn du Leute fragst, woher kommt denn dies und das Produkt, haben die keine Ahnung. Also schon Pute, bei Pute steigen die meisten aus. Die haben keine Ahnung, wie Wiesenhof seine Hühnchen Puten produziert. Diese Tiere umgezüchtet werden, was jetzt auch mit der Genschere CRISPR-Cas veranstaltet wird, um Tiere noch schneller, noch billiger produzieren zu können. Die Leute haben ja keine Ahnung. Nun liegt es auch nicht im Lobbyinteresse, uns aufzuklären, wie das genau produziert wird. Dass man Schweinen immer mehr Rippen ranzüchtet, damit man noch mehr Koteletts verkaufen kann. Und so. Also er wird ja auch, der spielt der die Bauernlobby auch gern mal liebe Gott und ändert einfach dass die Spezies, um noch mehr Profit machen zu können. Also das ist ein Riesenthema, die Entfremdung von allem, was wir konsumieren. Wir kaufen noch billig T-Shirts, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, wie so ein T-Shirt für 2-3 Euro produziert sein muss. Jeder, der auch nur 3 Sekunden drüber nachdenkt, weiß, dass dieses T-Shirt nicht sauber produziert sein kann. Dass da Kinderarbeit im Spiel sein muss. Sklaventreiberei, Ausbeutung von Billiglohnarbeitern und so weiter und so fort. Wir haben uns einfach von allem, was wir konsumieren, komplett entfremdet. Wir kriegen es schön verpackt in einer Zellophanfolie, wie auch immer, und dann wird es möglichst ohne den Gehirnapparat einzuschalten, konsumiert. Und das ist ein Problem. Die Lieferketten sind nicht transparent, die sollen auch nicht transparent gemacht werden. Das gilt für fast alles, was wir konsumieren. Ja, ich sag mal, das Thema Lifestyle spielt da ja auch eine Rolle. Das ist so, wir haben uns das aberzogen, beziehungsweise es wird halt mit bunten Bildern, du hast es so schön gesagt, ne, das rosafarbene, lecker aussehende Kotelett oder das tolle, günstige, bunte T-Shirt, am besten noch irgendwie 5-mal in Plastik verpackt.
Wenn man sich jetzt mal anguckt, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sag mal, du bist ja ein international Reisender. Vergleichen wir mal Deutschland mit den USA, könnte man ja zu dem Trugschluss in Klammern kommen, naja, wir haben einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland als in den USA. Wir haben insgesamt, wenn man das auf den CO2-Ausstoß auf der Welt betrachtet, sowieso ja grundsätzlich einen relativ geringen Anteil. Also ist doch alles gut. Wir könnten uns doch jetzt eigentlich zurücklehnen und sagen, lass doch erstmal die anderen auf unser Niveau kommen und dann reden wir weiter. Was hältst du von so einer Aussage? Ja, dann ist die Welt halt kaputt. Dann ist das Nest, in dem wir leben, einfach im Eimer. Erstens stimmt es nicht, weil der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß der Deutschen ist. Da sind wir weltweit in der Spitzengruppe. Also weit vor Italienern, Franzosen, Engländern, Spaniern und so weiter und so fort. Der Gesamtausstoß der USA ist deswegen sehr viel höher, weil der Energieverbrauch ist sehr viel höher. Das ist noch ein großes Land und man muss USA mal ein bisschen aufpassen. Das ist halt ein riesengroßes Land mit einem viel stärker ausgeprägten Föderalismus als bei uns. Also ein Bundesstaat kann ja entscheiden, ob er Todesstrafe hat oder nicht. Er kann entscheiden, ob man Cannabis legalisiert oder nicht. Also alles, was bei uns auf Bundesebene eigentlich entschieden wird, wird halt in den USA zum allergrößten Teil auf Bundesstaatenebene entschieden. Und da gibt es Bundesstaaten, die sind uns weit enteilt, was Fortschrittlichkeit betrifft. Und es gibt Bundesstaaten, die sind erschreckend rückständig. Also man kann die USA immer nur sehr schwer über einen Kamm scheren. Was Herr Biden jetzt gemacht hat, ist natürlich ziemlich visionär und extrem clever. Dieser Green New Deal mit einer halben Billion Dollar lockt natürlich jetzt Firmen weltweit in die USA, um dort zu produzieren. Da müsste die EU eine sehr schnelle Antwort drauf finden, weil sonst wandern tatsächlich alle Firmen, die nachhaltig produzieren wollen und sich das subventionieren lassen wollen, tatsächlich in die USA, weil genau das passiert gerade. Mhm. Also ist das Gezögere der Deutschen, dieses ewige Rumstreiten über eine Wärmepumpe, diese Innovationsfeindlichkeit, die Skepsis gegenüber Fortschritt, Nachhaltigkeit und Ähnlichem, führt natürlich dazu, dass Firmen, die wirklich die Arme jetzt unter die Beine klemmen, umgekehrt, die Beine unter die Arme klemmen und nach vorne marschieren wollen, die verlassen das Land. Weil sie woanders bessere Möglichkeiten. Da muss Deutschland höllisch aufpassen, dass wir uns nicht in einem Klein-Klein, einer unfassbar verängstigten Diskussion verheddern, ob nicht doch Russengas toll ist und ob die Wärmepumpe nicht doch ein Fluch und ein Eingriff ins Privat. Die Diskussion, die in Deutschland gerade geführt wird, finde ich absolut kontraproduktiv und schadet extrem der deutschen Industrie, dem Verbraucher, und schmeißt Deutschland in eine Rückständigkeit, die ich gerade so peinlich finde. Insofern, die USA sind, was Förderung von neuen Konzepten und von innovativem Denken, sind die nach wie vor ein Vorbild für Deutschland. Es ist leider ist der größte, ob man nur eine Elon Musk mag oder nicht, ich finde den Typen ganz unfassbar unsympathisch, aber das meistverkaufte E-Auto der Welt kommt aus den USA und nicht aus dem klassischen Autoland Deutschland. Und das gilt für erschreckend viele Technologien, kommen eben leider nicht aus Deutschland. So sehr wir uns immer mit Eigenlob beweihräuchern, wie fortschrittlich, umweltfreundlich, tierfreundlich wir sind, da sind uns die Amerikaner jetzt dann doch weit enteilt. Und das finde ich eigentlich schade, weil wir sind ein Land von brillanten Ingenieuren, fantastischen Universitäten. Eigentlich ja hätten wir das Zeug, weltweit führend zu sein. In vielen Branchen sind wir das ja auch. Ich sage jetzt mal in der Schwerindustrie, wie man Aluminium fast 100% im Kreislauf hält, wie man tatsächlich sauber Stahl produziert und so weiter. Wir sind in vielen Branchen ja tatsächlich vorbildlich, aber darüber redet keiner. Wir meckern ständig über das Heizgesetz von Robert Habeck. Wir ergießen uns in einer wütenden Diskussion über Klimaaktivisten, anstatt über das echte Problem zu reden. Wie kann man auf deutschen Talkshows herumsitzen und wochenlang über Klimakleber diskutieren, anstatt über die Klimakrise zu diskutieren? Was ist denn das für ein unfassbar dämlicher Nebenkriegsschauplatz? Also die ganzen Diskussionen in Deutschland laufen ja völlig am wirklichen Thema vorbei. Ist das nicht ein Stück weit aber auch wieder typisch deutsch und stehen wir uns da nicht quasi mit unserer Sorgfalt, die wir auf der einen Seite für positive Innovation nutzen oder auch noch mehr nutzen könnten, stehen wir uns damit nicht selber im Weg, wenn wir nämlich sorgfältig immer Dinge von links nach rechts bewegen, von allen Seiten beleuchten? Und ist es nicht auch so ein bisschen dieses Thema erhobener Zeigefinger? Also nach dem Motto, eigentlich finde ich Klimaschutz ja gut, aber wenn du mir als Oberlehrer um die Ecke kommst, finde ich es aus Prinzip einfach mal schlecht, was du mir erzählst und finde tausend Gründe, warum ich es nicht tun sollte. Und vielleicht sind die Leute auch genervt einfach schon so ein bisschen, ne? So ein Stück weit. Also da gebe ich jetzt dem Max mal recht. Ich glaube, dass die Klimadiskussion dazu zu so einer Antireaktion führt. Ja. Das ist natürlich unfassbar dumm. Und man darf nicht vergessen, wir haben jetzt seit Jahrzehnten eine doch eine extrem destruktive Springerpresse und konservative Presse,
die Leute wie mich jahrzehntelang verhöhnt hat, als Affenversteher, Vielflieger gegen den Klimawandel, Indiana Jones, der Mülltrenner. Die Springerpresse fährt eine extrem erfolgreiche Kampagne gegen Grün und gegen nachhaltig. Wir wissen jetzt auch, wer dahinter steckt. Herr Döpfner, massiver FDP-Fan. Herr Lindner hat mit Herrn Reichelt Weihnachten gefeiert. Also diese ganzen Verquickungen zwischen der Springerpresse und der Politik sind ja jetzt endlich mal transparent geworden. Und das hat natürlich das Denken der Deutschen massiv beeinflusst. Und das bremst natürlich auch jeden echten Fortschritt. Ja, und ich sage immer, es bringt eigentlich nichts, wenn die Leute genervt sind und die Klimaaktivisten und also dieser insgesamt, der Aktivismus hat ja einen guten Hintergrund, ja. Aber wenn die Leute davon genervt sind, dann glaube ich, ist das nicht der größte Hebel, sondern ich glaube, dass der größte Hebel in einer intrinsischen Motivation liegt. In einer intrinsischen Motivation, die Leute dazu motiviert, nachhaltiger zu leben, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und wenn wir so möglichst viele Leute erreichen, dann haben wir einen richtigen Hebel, den wir stellen können. Gebe ich dir zunächst absolut recht, aber hier wäre meine Gegenfrage. Warum sind wir nicht genervt von einer Flutkatastrophe an der A und an der Erft? Warum sind wir nicht genervt von dem Sterben des deutschen Waldes durch den Borkenkäfergefall, weil wir keinen Regen mehr haben? Warum sind wir nicht genervt von völlig kaputten Böden, über einem exzessiven Glyphosateinsatz in unserem Leben? Wir sind ja da, wo es komplex wird und wo wir tatsächlich handeln müssten, da kneifen wir ganz schlecht, werden ganz feige, ganz faul und finden es dann viel einfacher, genervt zu sein von Klimaaktivisten, von einer Greta Thunberg oder von der letzten Generation. Ich gebe dir einerseits recht, aber eigentlich müssten wir genervt sein von Wassermangel, Missernten, Trockenheit, dass die Italiener in der Po-Ebene plötzlich im Februar schon kein Wasser mehr haben. Oder wenn sie Wasser kriegen, kriegen sie so viel Wasser, dass es Tote gibt. Ja, alles komplett außer Balance. Das müsste uns doch nerven. Es müsste uns schlechte Luft in den Städten nerven und nicht ein Tempo 30 oder ein Fahrverbot. Ich verstehe nicht, was den Durchschnittsbürger im Moment nervt. Das finde ich unfassbar dumm. Und da fällt mir immer nur Einsteins Satz ein. Zwei Dinge auf der Welt sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Bei ersterem war Herr Einstein sich nicht sicher. Ich bin nicht so sicher, genau. Im Moment ist das Verhalten der Deutschen, die Diskussionen der deutschen Bevölkerung, auch auf Talkshows, finde ich, von einer erschreckenden Dummheit und Kurzsichtigkeit. Das ist das, was ich meinte mit so einer gewissen Kleinbürgerlichkeit. Also, dass wir uns da mit unserer Sorgfalt in Häkchen, sage ich mal so, eigentlich selber das Leben schwerer machen. Ich finde es auch sehr spannend, wenn man sich das mal anhört oder anguckt, die öffentliche Haltung ist, wir sind alle genervt vom Thema Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite, wenn du Menschen fragst, ich habe jetzt irgendwo eine Statistik gesehen, da haben die große Mehrheit findet es besonders wichtig, dass wir uns um Umweltschutz und Klimaschutz kümmern und dass jeder seinen Beitrag dazu leisten soll. Aber ich habe so das Gefühl, es ist immer nur dann attraktiv, wenn es mich nicht selber betrifft. Und kann es nicht auch sein, dass wir uns deshalb um Flut an der A oder um schlechte Luft in der Stadt weniger Gedanken machen, weil wir entweder selber nicht betroffen sind oder glauben, nicht betroffen zu sein, weil ich fühle mich noch gesund und wenn ich in meinen Discounter um die Ecke gehe, dann sind die Regale noch voll mit billigen, tollen Lebensmitteln. Ist doch alles schön. Ist das nicht so ein Stück weit dann der Punkt, wir sind in der Konsumgesellschaft und machen es halt einfach einfach? Ja, es ist auch so komisch, dass Deutschland so eine Angst hat vor dieser vermeintlichen Freiheitsbeschneidung. Also Tempo 30, was Paris längst eingeführt hat, gilt ja bei uns als Versklavung von Menschen. Und irgendwas vorschreiben, also Wasser abdrehen, was in Kalifornien die letzten 7 Jahre völlig selbstverständlich war, dass ab 18 Uhr in gewissen Gemeinden kein Wasser mehr gab, wegen Wassermangel, da gehen die Amerikaner nicht auf die Straßen, da gibt's keine Talkshow und Wutbürger, das nimmt man dann so hin, das ist halt, okay, wir haben kein Wasser, dann drehen wir es eben ab. In Deutschland gibt's ja gleich einen riesen Aufschrei. Und wir sind auch so ein etwas hysterisches Völkchen geworden, das sicherlich auch mit der Hetzpresse zu tun hat, mit Springer, mit der Bild und so weiter. Da wird natürlich auch so eine Dauer, so eine Reizbarkeit gefördert, die ich ganz schlimm finde. Das hat ja Rupert Murdoch mit seinen Fox-News-Kanälen in den USA auch gemacht. Und dann haben wir uns mit Recht darüber lustig gemacht, wie gespalten Amerika ist, dass es tatsächlich Idioten gibt, die Herrn Trump wählen. Wir steuern genau auf das gleiche Dilemma zu. Und die AfD hat gerade die Grünen überholt. Die überholt demnächst die SPD. Das heißt, wir machen exakt den gleichen Quatsch, den die Amerikaner vorgeturnt haben vor der Trump-Wahl, machen wir nach und keiner stoppt's. Und das wundert mich ein bisschen, weil hier sind ja überall kluge Köpfe, die sich wirklich Gedanken machen und trotzdem läuft alles im Moment in die falsche Richtung.
Ich ertrage Deutschland nur noch durch die Heute-Show. Also wenn ich echte Nachrichten gucke eine Woche lang und würde die Heute-Show nicht angucken, ich würde in eine Depression verfallen. Ich ertrage es wirklich nur noch als Satire. Also wenn ich Herrn Merz zuhöre, Herrn Aiwanger zuhöre, Herrn Söder zuhöre, das ist ja nur noch als Kabarett zu ertragen. Ja, ich habe neulich, nochmal zum Thema Wärmepumpen fällt mir gerade ein, habe ich neulich einen klassischen, also das passt so klassisch in die Richtung, die du gerade gesagt hast, ein Beitrag gehört auf Social Media im Sinne von, wenn wir alle Wärmepumpen einführen oder wenn die überall installiert sind, dann kontrolliert uns der Staat, was das Thema Strom und Heizen betrifft, weil dann, wenn irgendwann die Strommengen gedrosselt werden, weil wir nicht genug Strom haben, dann bleibt es kalt und dann können wir nicht mehr heizen, also verlieren wir unsere Unabhängigkeit. Das war so die Argumentationskette. Fand ich unfassbar. Warum redet niemand darüber? Was ist die größte Energiequelle, die wir haben? Strom sparen, Energie sparen. Wir müssen doch einfach mal nur unsere Standby-Geräte auf ausschalten, nur noch die Lampen brennen lassen, die wir brauchen. Wir verballern ja Strom, als wäre immer noch umsonst, und heulen über einen hohen Strompreis. Es redet keiner darüber, was das größte Einsparpotenzial hat. Das sind wir als Verbraucher, könnten einfach mal alles ausschalten, was wir nicht brauchen. Darüber wird überhaupt nicht mehr geredet. Und bei der Steuer, wo der Staat sehr genau guckt, was wir zahlen, was wir verdienen und was wir alles schulden, da meckert keiner. Aber wenn es darum geht, den Strommarkt zu regulieren, den wir regulieren müssen, wenn wir unseren Energiekonsum reduzieren wollen, dann gibt es einen großen Aufschrei. Bei der Steuer komischerweise nicht. Das wundert mich auch. Ja, gut, lass uns doch mal einen Blick auf den Finanzsektor werfen. Wir sind ja hier bei den Impact Buddies Podcast der EBSIM. Und ja, es gibt ja am Finanzmarkt, im Finanzsektor inzwischen auch eine ganze Menge grüner Fonds oder zumindest grüner Fonds, solcher Fonds, die grün angestrichen sind. Es ist ja nicht alles grün, was glänzt, könnte man so schön sagen. Hannes, aus deiner Sicht, welchen Hebel hat der Finanzmarkt und wie trennt man die Spreu vom Weizen? Das heißt, woran machst du eine echte nachhaltige Investmentstrategie fest? Also erstens mal auf deine Frage, was den Hebel, ich glaube, der größten Hebel, den wir tatsächlich hätten, die Welt zu verändern, ist die Art, wie wir Geld anlegen. Mhm. Weil die meisten echten Entscheider, um mal dieses schreckliche Wort zu benutzen, wie, sage ich mal, der norwegische Staatsfonds, haben eine unglaubliche Macht. Der größte Geldanleger der Welt ist lustigerweise der norwegische Staatsfonds. Mhm. Und die sagen, wir legen unser Geld nicht mehr bei ExxonMobil, SO, Shell, Total, BP an. Das ist ein Hebel, da kann auch die Ölindustrie plötzlich nicht mehr weghören. Und wir als Kleinanleger in der Summe sind wir dann doch auch sehr mächtig. Also ich glaube, auf deine Frage ist das hat dieser Hebelpotenzial, ist meine Antwort ein lautes, klares Ja. Mhm. Auf die Frage, wie man die Spreu vom Weizen trennt, also ich bin in der luxuriösen Situation, seit etwa 20 Jahren so mehr zu verdienen, als ich ausgeben kann. Ich bin weder in teuren Golfclubs, noch fahre ich teure Autos. Meine Klamotten sind zu 90% gebraucht, insofern ich brauche sehr viel weniger Geld, als ich verdiene. Und da bin ich natürlich ganz oft reingefallen auf diese vermeintlich nachhaltigen Fonds. Und ich war dieses Jahr auf Einladung der EB in Mannheim bei einem Fondskongress und bin in diese große, doch sehr große Halle da reingestiefelt. Und der erste Stand kam von einer Einrichtung, nennt sich DWS. Ich glaube, das ist eine Anlagetochter der Deutschen Bank. Und der ganze Stand war schon grün angestrichen. Und alles, was sie verkauft haben, war mega grün und mega nachhaltig. Und wenn man dann mal anfängt zu googeln oder mal das Kleingedruckte zu lesen, stellt man sehr schnell fest, dass die DWS an da Sachen unterjubelt, die sehr wohl zu Total gehören, zu Shell gehören, zu ExxonMobil gehören. Also man muss als Anleger höllisch aufpassen, auf ein Produkt reinzufallen, wo auf der Oberfläche grün steht und dann mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Da muss auch der Gesetzgeber strenger regulieren. Es werden, also die Taxonomie ist mein Lieblingsthema. Wie kann es sein, dass eine EU fossile Energieträger und Atomkraft als grüne Energieanlage durchwinkt? Katastrophe. Weil dadurch ist fast jedes Produkt, was du am Anlagemarkt in irgendeinem Fonds kriegst, plötzlich grün. Und das ist total verloren. Also das ist einer der Gründe, warum ich über die EB überhaupt kennengelernt habe, ist meine jahrelange Suche nach tatsächlich nachhaltigen, sozioökologisch korrekten Anlageformen. Die gibt's, aber die muss man tatsächlich suchen. Und man darf nicht beim jedem x-billigen Fonds Anlagebankberater darauf reinfallen, die sagen, ja, wir haben hier einen Nachhaltigkeitsfonds, der heißt so und so, den kaufen Sie jetzt mal, weil meistens ist das eine Mogelpackung. Hm. Das ist tatsächlich die Verantwortung des Verbrauchers, weil der Gesetzgeber nicht agiert, muss der Verbraucher sich selber schlau machen. Das ist wirklich Arbeit. Spannend wäre ein Gesetz, also auf EU-Ebene Gesetze zu erlassen, die genau vorschreiben, was
als nachhaltiger Fonds verkauft werden darf und was nicht. Also da ist meines Erachtens auch echt der Gesetzgeber gefragt. Und da passiert im Moment, soweit ich das beurteilen kann, nichts. Genauso wenig wie bei der Finanztransaktionssteuer, der Tobin-Steuer. Wo bleibt die bitte? Wo bleibt bitte das Verbot von Nahrungsmittelspekulation? Die Deutsche Bank, ganz großer Player im Bereich Nahrungsmittelspekulation. Also die fehlende Bankenregulierung fasziniert mich seit 2008. Wir haben diese gigantische Finanz- und Bankenkrise. Alle haben geschrien, wir müssen diesen Markt jetzt wirklich mal reglementieren und regulieren. Was ist passiert? Das Gegenteil. Man kann ja so auch immer noch Cum-Ex-Geschäfte machen oder Cum-Cum-Geschäfte machen. Selbst das ist ja nicht verboten worden. Also man staunt, wie mächtig die Bankenlobby ist. Okay, ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ja, es liegt ein Riesenhebel in der Finanzindustrie. Man muss halt gucken, dass man sein Kapital wirklich nachhaltig investiert. Und da lohnt es sich, doch nochmal genauer hinzuschauen. Und du sagtest ja auch, jeder von uns kann da einen kleinen Beitrag leisten, mit beispielsweise einem Investment. Und inzwischen ist es bei uns im Impact Buddies Podcast hier auch gute Tradition, dass wir uns am Ende der Folge nochmal fragen und auch unsere Gäste fragen, was jeder Einzelne von uns tun kann, dass wir unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Ja? Nicht jeder lebt vegan, nicht jeder kann sich ein vollständig nachhaltiges Leben leisten. Manche Leute sind aufs Auto schlichtweg angewiesen. Was wären denn deine Vorschläge, Hannes, wie jeder von uns ab sofort dazu beitragen kann, dass wir die Welt ein Stück besser machen und auch für unsere Nachfahren, für unsere Kinder und Enkelkinder noch ja, lebenswert erhalten? Also ich kann immer nur von mir ausgehen, mein größter Feind ist mein innerer Schweinehund. Wenn ich zu einem Bankberater gehe und der bietet mir fossile Aktien an, die in den letzten 2 Jahren unfassbare Zuwachsraten hatten. Und ich soll mich dann bitte für eine sozioökologisch ethisch korrekte Anlage entscheiden, die einen Bruchteil dieser Rendite macht. Dann bin ich natürlich in Versuchung. Also der größte Feind ist der innere Schweinehund. Was ist praktischer, eine Glasflasche mitzuschleppen oder eine leichte Plastikflasche? Die Plastikflasche. Ist es bei Regen lustiger, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu radeln oder mit dem Auto im Trockenen? Natürlich ist das Auto das Bequem. Also ich glaube, der größte Feind, den wir haben, ist unsere innere Schweinehund. Je öfters wir den besiegen, desto besser. Und dann ist mein Rucksack ein bisschen voller mit meiner eigenen Trinkflasche und meinem eigenen Trinkbecher und meiner eigenen Stofftasche und so weiter. Das ist alles natürlich ein bisschen unbequemer. Aber am Ende des Tages fühlt man sich besser. Ich gehe einfach abends zufriedener ins Bett. Das ist der Punkt. Wenn ich nicht mit Plastiktüten, wenn ich nicht mit PET-Flaschen, wenn ich nicht im Auto im Stau gesessen habe, alleine und die Luft verpestet habe, sondern irgendwie Öffis gefahren bin oder Fahrrad. Also es geht am Schluss eigentlich, unser Wohlgefühl sollte nicht unsere Faulheit und Bequemlichkeit sein, sondern tatsächlich unser verantwortungsvolles Verhalten. Super. Insofern ist mein Krieg ist immer gegen meinen eigenen inneren Schweinehund. Das ist ein starkes Statement und da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Und ich habe mich gedanklich gerade gesehen, wie ich mich selber in meine eigene Nase fasse. Es gibt so viele Punkte, wo mir mein innerer Schweinehund im Weg steht. Also kann ich dir nur zustimmen und denke, das ist ein super Schlusswort, lieber Hannes. Ich fand das eine tolle Diskussion, die wir heute hatten. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Max, aber ich fand es nicht nur kurzweilig, sondern es war bewusst den Finger in die Wunde legen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und das hat mir sehr gefallen. Also vielen Dank, lieber Hannes. Ja, danke für die lustigen, intelligenten Fragen. Ich habe mich nicht gelangweilt. Das sehr gut. Geil. Nee, ganz viel Erfolg für euer Ding da, echt. Danke, Hannes. Seid ihr bei diesem, wir haben irgendwann im September eine Veranstaltung, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, gut, dass du sagst. Im November tatsächlich, ja. Nee, echt? Ist am 2. November bei uns in Kassel. Da können wir da hier die letzten Minuten ruhig nochmal für einen kleinen Werbeblock nutzen. Ja, unbedingt. Ja, also Hannes, kommt zu uns nach Kassel. Aber nicht nur Hannes, sondern auch Dr. Eckhardt von Hirschhausen. Und wir machen am 2. November eine Veranstaltung mit Invest in Visions und Apo Asset, also zwei weiteren Fondsgesellschaften, in den Räumen der Evangelischen Bank. Die Veranstaltung heißt Es geht, also ein kleines Wortspiel. Ja, und ich glaube, wir verlinken das einfach mal in den Shownotes, oder Carsten? Das machen wir auf jeden Fall, klar. Wenn euch das interessiert. Ich habe das fest eingetragen, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich komme in die schöne Stadt Kassel. Ich habe da einmal gedreht vor knapp 30 Jahren und ich erinnere mich nur noch an die Therme und an diese Gebrüder Grimm-Tour. Die habe ich nämlich ganz brav gemacht. An wunderbar. Die Therme, aber Hauptsache wunderbar. In der Therme warst du. Sehr gut. Ja,
Ja, liebe Impact Buddies, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns zusammen mit dem Hannes. Hannes, dir nochmal ausdrücklich außerordentlichen Dank für den tiefgreifenden Input. Und ich kann mich an der Stelle nur nochmal, wie gesagt, bei euch beiden bedanken und wünsche euch, liebe Impact Buddies, draußen als Zuhörer eine gute Zeit und bis zu unserer nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Euch noch einen schönen sonnigen Tag und bis spätestens im November.